Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um den Bikepark Willingen gehen und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, denn es geht jetzt langsam los. Bikepark Willingen öffnet dieses Wochenende. Das bedeutet, 2022 Saison steht vor der Tür und vielleicht bist du gerade auch Anfänger und willst den ersten Bikepark besuchen oder du bist fortgeschritten und möchtest dich einfach nur ein bisschen informieren. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn dann ist dieses Video genau für dich. Also, ich erzähle euch heute, für welche Art von Anfängern der Park geeignet ist, worauf ihr euch einstellen müsst und was zu beachten ist. Und zum Schluss natürlich noch ein paar Tipps so nebenbei, die ihr vielleicht ja, ganz gut gebrauchen könntet für euren ersten Bikeparkbesuch. Starten wir erstmal mit den Strecken, die es überhaupt gibt. Es gibt zwei blaue Lines. Das ist einmal der Flow Trail und die Flow Country. Die beiden unterscheiden sich nicht wirklich wesentlich. Der Flow Trail ist einfach nur relativ langsam. Es gibt ein paar kleine Wellen, keine Sprünge, nur Anliegerkurven. Der Vorteil im Bikepark Willingen ist wirklich, dass aber die Strecken dafür immer schön lang sind. Und das ist eine super Sache, denn man kann sich einfach Abschnitt für Abschnitt neue Dinge vornehmen, neue Sachen üben, sich an das Ganze gewöhnen und super viel Progress machen. Die Flow Country ist ein Ticken schneller schon, vor allem wenn man laufen lässt. Und es gibt einfach ein paar Tables. Das ist aber als Anfänger auch gar kein Problem, wenn du da noch nicht springen kannst, denn du kannst die ganzen Sachen noch überrollen. Das ist gar kein Risiko für dich, die Tables kicken nicht böse oder so. Das heißt, diese zwei Lines sind auf jeden Fall meine Empfehlung an dich, wenn du das erste Mal im Bikepark Willingen bist. Dann geht's aber auch schon los, denn alle Lines danach sind schon ordentlich schwieriger. Die rote Line startet zwar auch mit ein paar Tables, die du theoretisch überrollen könntest, aber auch schon ein bisschen, ja, sagen wir, schwieriger zu springen sind und vor allem größer. Dort gibt es dann auch einen Wallride, der ist neu gekommen Ende letzte Saison. Außerdem ist der Untergrund auch schon anders. Es ist steiniger, es ist nicht alles so glatt geshaped und deswegen einfach ein Ticken anspruchsvoller. Dann gibt es noch zwei weitere Lines und zwar einmal den Enduro Trail und die World Cup Downhill Line. Beides sind schwarze Lines und dementsprechend nur für Fortgeschrittene geeignet. Das bedeutet also für dich, wenn du auf diese Lines gehst, dann musst du auf jeden Fall schon ein bisschen fahrerisches Können mitbringen. Auf dem Enduro Trail, das kann man so ein bisschen vergleichen wie ein Trail, den du wahrscheinlich so bei dir im Wald hast, nur halt mit super vielen Wurzeln und halt sehr, sehr technisch. Dort gibt es allerdings keine Sprünge oder so, sondern es gibt einfach nur ein paar steile Passagen und es gibt einfach super viel technisches Terrain, was nicht so einfach ist, wenn du gerade neu auf dem Fahrrad bist. Die World Cup Downhill Line hingegen verbindet wirklich alles, was man so als Mountainbiker irgendwie können muss. Schon der Einstiegsdrop oder der Einstiegsrunterrollberg ist schon so angsteinflößend, dass die meisten den schon gar nicht fahren würden, wenn sie Anfänger sind. So ging es mir zum Beispiel auch. Ich bin den am Anfang nicht gefahren, weil ich noch nicht droppen konnte und ich da runtergeguckt habe und dachte so, ne, wer macht denn sowas? Also diese Lines, für die solltest du auf jeden Fall Können mitbringen und besonders für die Downhill-Strecke solltest du schon sicher droppen können. Du solltest mit Wurzelfeldern umgehen können, mit Steinen solltest du umgehen können. Ein bisschen springen solltest du auch können und mit einer steilen Abfahrt solltest du auch nicht so sehr Probleme haben. Das heißt also, für dich als Anfänger kommt sehr wahrscheinlich Flow Trail, Flow Country und die Freeride in Frage. In diesen zwei Lines oder in diesen drei Lines kannst du dich auch gut rantasten. Der Bikepark Willingen ist wirklich super gut, um dort Kurven fahren zu lernen, so die ersten Sprünge zu machen. Und wenn man sich dann ein bisschen an mehr rantraut, dann kann man noch ein bisschen mehr probieren. Außerdem münden alle Lines bis auf die World Cup Line unten an einer kleinen Jump Line. Und dort ist es auch nochmal unterteilt in eine blaue und eine rote Line. Würde ich jetzt mal sagen, dass sie rot ist, das ist nicht wirklich gekennzeichnet. Aber die unterscheiden sich mit kleinen Sprüngen und mit größeren Sprüngen, sodass auch du dich dort einfach ganz entspannt rantasten kannst. Meiner Meinung nach ist der Bikepark Willingen
einer der Adressen, die auf jeden Fall gut geeignet sind für Anfänger. Wir werden auch noch auf andere Parks eingehen in der Umgebung, die ich im letzten Jahr besucht habe und wo ich halt auch noch wirklich Anfänger war. Und da werden wir das Ganze so ein bisschen beleuchten. Zum Schluss kann ich dir aber noch ein paar Tipps mitgeben. Sei dir am Anfang bewusst, was kannst du schon fahren? Bist du schon so, dass du auch mit Springen kein Problem hast, mit Drops keine Probleme hast? Wie sollte der Untergrund für dich sein? Magst du das eher flowig? Magst du es auch, wenn es mal rumpelt? Solche Sachen sollten dir auf jeden Fall bewusst sein. Und danach kannst du auch die Strecke auswählen. Also ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen geholfen hat, wie ich dir jetzt die Strecken vorgestellt habe. Denn ich weiß noch genau, wie meine Anfängerzeit war. Und ich bin auch jetzt noch kein Pro. Aber mich als blutigen Anfänger hinzustellen, wäre, glaube ich, auch mittlerweile schon falsch. Deswegen hier meine Einschätzung einfach, weil ich noch genau weiß, wie es war, das erste Mal im Bikepark zu sein. Willingen war einer der allerersten Bikeparks, die ich überhaupt besucht habe. Ein kleiner Tipp noch zum Lift. Der Lift hat diesen Mechanismus, wo man das Fahrrad so reinstellt. Bei dem Lift bedarf es ein, zwei Versuche meistens, bis man das dann drin hat. Die Station hat aber eine Übungsplattform sozusagen. Das heißt, direkt links neben dem Lift findest du so eine Säule und dort hast du so einen Befestigungsmechanismus, sodass du das einmal trocken sozusagen üben kannst, bevor es dann in den Lift geht. Ich packe das Fahrrad immer am Vorbau und eine Hand hinten am Lenker und dann schiebt man das wunderbar rein. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann habe ich das auch schon ein paar Mal nur mit dem Lenker so reingeschoben. Also das ist einfach so eine Übungssache, aber wenn du es am Vorbau und am Sattel packst, dann ist es eigentlich super easy und so habe ich auch meine ersten Versuche dort im Lift gemacht. Ansonsten ist der Bikepark super schön gepflegt. Ich finde den von der Natur her noch ein Ticken schöner als zum Beispiel Winterberg, weil es einfach ja, so ein schöner großer Berg ist, wo irgendwie alles drauf ist. Aussicht ist schön, der Lift fühlt sich an wie Achterbahnfahren. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und wenn du jetzt demnächst im Bikepark Willingen bist, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren, was du da alles so entdecken kannst. Ich werde ihn auf jeden Fall auch direkt wieder besuchen, wenn er aufmacht, weil es eine super, super Trainingseinheit ist, lange im Bike zu stehen. Weil wirklich von ganz oben bis ganz unten zu fahren, das bedarf auf jeden Fall schon ein bisschen Kraft und Ausdauer in den Beinen. Und man kann einfach mega viel Spaß haben, auch auf den einfachen Lines. Als Fortgeschrittener kannst du natürlich die World Cup Line besuchen, du kannst auf der Freeride Gas geben, aber auch auf den blauen Lines kann man als Fortgeschrittener Spaß machen. Vielleicht nicht so auf dem Flow Trail, aber die Flow Country für die letzten Runden mit den Freunden zusammen ist einfach eine coole Sache. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen bei deiner Findung für den passenden Bikepark. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos dazu, denn es gab ein paar mehr Bikeparks, die ich besucht habe, noch lange nicht alle und ich will noch super viel sehen, aber die ich besucht habe, besonders als Anfänger, die möchte ich euch natürlich so ein bisschen nahe bringen und so meine Perspektive von damals heute mitteilen und in den nächsten Wochen. Also seid gespannt und schaltet gern wieder ein bald, denn es kommen jede Woche mindestens 2 neue Videos. Also lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.